So, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play I, The Somnium Files. Beim letzten Mal haben wir uns endlich hinter das erste Log begeben, wo es jetzt schon einige kleine interessante Twists gab. Und ja, wir begeben uns auf jeden Fall jetzt in Bereiche, wo die Story langsam mal aufgelöst wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben gerade direkt am Anfang von dem Traum von Hitomi aufgehört. Deswegen gehen wir da direkt mal rein. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Und vor allem, ja, ob meine Theorie zutreffen wird, dass wir vielleicht wirklich nicht nur nach Informationen diesmal suchen, sondern wirklich auch darüber hinaus vielleicht auch danach in ihrem Körper bleiben. Was ich sehr cool finde. Aber vielleicht sollte ich mir da nicht zu viele Hoffnungen machen. Ich glaube, das ist Alba und nicht Gott. I am the god of fire. Nein, du bist Alba. I burn erotic books with my flames of red hot Nein! anger. Wie kannst du nur, der arme Date? Why, how ruthless. Wir sollten dann noch vernünftig arbeiten und sich vernünftig konzentrieren oder so. Ja, das war's damit, okay. Warum ist dieser Einstieg immer so fucking wie er halt ist? Und Alba hat Panties? Warum ist es überhaupt modelliert bei ihr? Ich meine, sie ist eine künstliche Intelligenz. Es ist voll unnötig, glaube ich. Also, bin kein Experte. Aber ich wollte es You angemerkt okay? haben. That hurt. I'll let you read this porno mag if it'll make you feel Ich better. glaube nicht, dass sie das will. I will burn it. Ja, mach das. Danke. The fog is making it pitch black. Das soll Nebel sein. Sicher? Ich glaube, es ist einfach nur dunkel. Würde ich jedenfalls mal behaupten. Und das ist ein Glühwürmchen oder wie die Teile heißen? Fragezeichen? The light over there. Is that a firefly? Genau das meine ich damit. Gut, dann scannen wir das Ganze mal. Auch wenn dann wahrscheinlich wieder da steht: Mental Lock 1, schwarz. Mental Lock 2, schwarz. Mental Lock 3, schwarz. Mental Lock 4, schwarz. Und Mental Lock 5, ja, warum gibt es so viele wieder? Mal sehen. 1, ja, okay, das ist ein Grashalm oder so. Und das Boot, okay, ich bin überrascht. Ich bin sehr überrascht bisher. Hitomi? Okay. Es gibt nur drei? Okay, nur drei Mental Locks. Oh, never mind, okay, never mind. Ich hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Gut, vier Stück. Ja. Sinken in the Mountain. Reveal the Hidden Secrets. Oh, die will ich finden. Die will ich wirklich finden. Die ganzen Geheimnisse in ihr. Bin sehr gespannt. Eine kleine Wanderung hier durch die Dunkelheit. Zu diesem Dings da. It disappeared? Yep. No, wait. It might still be nearby. Könnte es das sein? Weiß ich nicht. Flowerbud. A flower bud. I cannot identify the variety. Wenn ich nur das Wort Flowerbud höre, denke ich direkt wieder an ein gewisses, ja, Puzzle aus Zero Time Dilemma. Oh nein, oh nein. Okay, finden wir heraus, was es ist. Vielleicht bringt es uns weiter. I cannot identify the type of flower in this Gut, state. hat nichts gebracht, It offensichtlich. appears to be some kind of lily. Da müssen wir erstmal beten, vielleicht, damit es wächst. A flower. Können wir immer noch irgendwas anderes machen? Erstmal gucke ich vielleicht das nach. Nö, kann ich nicht, also. Wird das wohl richtig sein, denke ich. Worship it? Ja. I will pray to it as though I am mourning the dead. Das klingt nach einer guten Idee. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Ich meine, vielleicht hat die Mutter von Iris auch einen Blumennamen gehabt. Okay, das sieht echt nach einer weirden Blume aus. Bloomed a little? Ja, ein bisschen. I don't know what caused it, but it's better than nothing happening. Okay, das war schon das erste Mental Lock. Das war ziemlich leicht, tatsächlich. Hat es uns auch vorangebracht, ist die Frage? Map. Okay, wir haben jetzt Steine. Oh, der ist ziemlich weit weg vor allem. Oh Gott, okay. Kann ich was hiermit machen überhaupt? Nee, warte mal. Ach, und ein Loch in einem Baum. Gehen wir doch zuerst mal dahin, wenn ich Übersicht hätte. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung ich laufen muss. Hilfe? Da, Hole in Tree One. A hole in a tree. I may be able to fit inside. Ich gucke erstmal, was ist überhaupt mein Ziel? Shake. Okay, Shake hilft mir nicht. Dann aber vielleicht kannst du deine Hand da reinstecken und dann kannst du dann die Hand schütteln von dem I'm Baummann. not going to be eaten or anything, right? Nö, da wird nur jemand deine Hand nehmen, glaube ich, hoffe ich. Weiß ich nicht. Vielleicht? Whoa! Oh, okay. Vielleicht wirst du doch gegessen. Never mind. Nein, du lebst I noch. fell, but I am still in the forest. Was ist da passiert? Darker than before.
What? Hey? That voice is... Find out where that voice is coming from. Ich bin dabei. Wirklich, wirklich. Okay, das war auf jeden Fall schon mal richtig zumindest. Ich könnte da lang laufen, vielleicht. Map? Renju! Spoiler! Mensch! Das wollte ich nicht wissen. Ich wollte nur wissen, ob hier jemand ist. Rock. Oh Gott. Hole in Tree 2? Renju ist da. Hä? Und Rock 2 ist da. Und Renju ist... Hä? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich habe gerade überhaupt gar keine Übersicht. Ja, ich merke schon, ich mache irgendwas falsch. Da ist Renju, da ist Renju. Hey, Renju. Was geht ab? Renju Okiura. Ja, so sah er mal aus. Das haben wir schon auf dem Foto mit ja, Mizuki und Shoko gesehen. Da sah er mal ein bisschen komisch aus. Wir könnten mit ihm flirten, wir könnten ihn schlagen. Ich glaube, ich will seine Hand schütteln, vielleicht. Ich flirte mit ihm. Juhu, Renju. Come get some of this. Macht man das so? Okay. Warum gehst du auf den Boden dafür? Come on. Date, gefällt dir das? Sorry, that was a bad idea. Don't apologize. This is Renju's fault for having bad taste. Das ist es. Das ist es, definitiv. Wir kriegen gar keine Timies, nevermind. Okay, wir haben gerade ein Timie bekommen übrigens. Das war aber das erste Timie bisher, okay? Deswegen war ich ein bisschen verwirrt darüber, ob es hier überhaupt welche gibt gerade. Können wir... Ich meine, der reagiert ja offensichtlich nicht. Vielleicht schlagen? Oh nein, der ist ausgewichen! Mizuki, ja! No use. I can't hit him. Verdammt! This Renju is still a teenager. He wouldn't know Mizuki oh, ja, das ergibt Sinn. Was soll ich denn mit ihm machen? Oh, ich hätte gerne etwas mehr Übersicht hier, aber ich gehe zum Hole in Tree 2. Vielleicht wäre das eine richtige Idee gewesen. Wenn ich da einfach... Wo ist denn da noch ein Hole? Ach da, das kleine da. Ich würde wieder meine Hand da reinstecken. Ich würde gerne irgendwas weniger krasses als ein Achtel verwenden für eine 15-Sekunden-Aktion halt, aber gut. Meinetwegen. Nein, nein, nicht nochmal, glaube ich. Vielleicht doch. Vielleicht taucht dann Hitomi auf. Oder, Alice. Oder gar nichts. That's strange. It should have worked. Did you want to see me get sucked in? Nein. Yeah. Was? Warum? Date. Mensch. A hole in the... Das hilft mir alles nicht weiter. Vielleicht schreie ich einfach mal. The Emperor is naked! Ich wollte nur, dass du schreist, nicht, dass du sowas schreist. Okay. What about the Empress, though? The Empress is naked! Sounds like my kind of empire. Let's move there. Okay, Date. I don't see anything. Nor do I. Das hilft uns nicht weiter. Okay, dieser Traum, ich habe ihn noch nicht so ganz durchschaut, möchte ich zugeben. Wirklich nicht. Okay, wir wollen auch nicht dagegen tackeln. Wir gucken jetzt mal, was die Steine machen können vielleicht, ha? Rock. Rock auf der anderen Seite. Ach, da ist der Rock. So ein kleiner Rock. A rock. Kick, investigate, lift, worship. Warum soll ich das wieder anbeten? Okay, wir beten das an. But it's a rock. Ist egal. Gods live in the rocks too, you know. A rather Japanese way of thinking. Just try it. If you insist. Und? How was it? You've cleared your head, right? Yes. I now feel a sense of emptiness. Guess it was a waste of time. Ach, wirklich? I don't want to hear that from you. Okay, ich bin gerade total überfordert. Hab schon mitbekommen, dass ich überfordert bin gerade mit diesem Sonium. Etwas. Oh, was soll ich hier shaken? Ich könnte es auch noch investigaten erstmal. This is a simple rock, but... Aber? Is there any kind of pattern? No, there does not appear to be. Toll. Heb ihn bitte hoch. Oder tritt dagegen oder mach irgendwas. Do what? Just try. Understood. Wie, das klappt jetzt. Das klappt natürlich auch nicht. No. Es tut mir leid, ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Ich habe hier nur Steine, einen Baum und Renju, der nichts macht. Ich kann diesem Weg hier folgen. Das bringt mich dann nur wieder zu diesem Loch hier. Vielleicht will ich da reinpieken. Und dann? I cannot see anything. Richtig. I do not see anywhere that air could be flowing from. Toll. Toll. Wir können auch dagegen tackeln. Los, mach noch. Understood. Wow. Wow, da fällt ein Bild runter. Wow. Wow. This is... Ja, das ist ein Bild von drei Leuten. A picture of Hitomi, Renju and Monika. Everyone is so young. Hold on to that.
Manaka muss ich auf jeden Fall merken, den Namen übrigens, das habe ich nicht so wirklich getan. Gut, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen Zeit verschwendet mit allem hier. Aber ich denke, das bringen wir zu Renju. Wäre jetzt so wahrscheinlich der Plan. Der nächste. Renju? Ja, Showpick natürlich. Mein Gott, es ist alles so simpel, Renju, aber. Und er rennt einfach weg. Natürlich, Renju. Er rennt einfach weg. Renju, stop! So eine Scheiße. So eine verdammte Scheiße. Schuck Renju. Ach so, ich sollte ihn nicht. Hä? Ich bin sehr, sehr verwirrt. Ich springe nochmal zurück zum letzten Checkpoint. Ich mache das ganz kurz nochmal, weil das ergibt sonst keinen Sinn alles. Gut, da bin ich auch schon wieder. Das war eigentlich wirklich nicht viel, was man machen musste halt. So wirklich nicht. Wie man vielleicht auch an den Zeitlimit sieht, was ich noch übrig habe. Oh wow, gut. Das ist wieder so ein Traum, den ich nicht wirklich gut gemacht finde, aber weil es da meiner Meinung nach nicht viel Logik hinter gibt, gerade was wir hier tun. Also, ist so meine persönliche Ansicht jetzt. Weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich gehe jetzt jedenfalls zu diesem Loch hier und dann springe ich da rein oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe keine Wahl, also springe ich da jetzt rein. Ja. Yeah, go ahead. Understood. Vielleicht taucht dann ja noch jemand auf. Oder so, keine Ahnung. Jedenfalls wirst du wieder oben landen wahrscheinlich. Als von oben runterfallen wieder. Genau. It's even more difficult to see now. Another voice? Monica! That's Hitomi's voice. Yep. Where is she? Look for her. Bin dabei. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt sofort klappen wird. Ich wahrscheinlich muss wieder irgendwas finden vorher. Ich sehe da hinten auf jeden Fall schon mein Bonus-Item, was ich gerne hätte. Also, müsste es jedenfalls sein. Das ist dieses Leuchten für gewöhnlich. Nicht wahr? Was war da gerade links? Ich glaube, ich habe mich gerade erschrocken. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Nee, ich glaube, das war nur ein Baum. Tut mir leid. Es sah gerade ein bisschen nicht... Oh, doch, das warst du. Hä? Warum hast du dich gerade aufgehört zu bewegen? Ey, bleib stehen, was soll ich tun? Oder was soll ich tun? Ich brauche, ich habe wieder die Hole im Tree da hinten. Ach, die hört auf, sich zu bewegen, wenn ich aufhöre, mich zu bewegen, weil ergibt Sinn, ne? Dann bleibt die Zeit stehen und so. Okay, ich muss irgendwas finden, um sie zum Stolpern zu bringen oder so, keine Ahnung, vielleicht. Da hinten. Ich habe doch keinen Überblick darüber, wo was ist. Da hinten, Hole in Tree 3. Wo ist es noch diesmal? Da oben, okay. Another hole in a tree. About as big as a capybara, I estimate. Was auch immer. Those are pretty big. Ja, genau, ich werde damit wieder irgendwas noch müssen, bestimmt, vielleicht schreie ich diesmal da rein. Hitomi! Date likes Hitomi! Hey, what are you trying to say? Hitomi won't remember this sink, but still. Außerdem weiß sie nicht mehr, wer Date ist. Hitomi stopped. Oder weiß sie, wer Date ist. Ha, sie ist auf jeden Fall stehen geblieben, okay. Oh Gott, wie soll ich sie jetzt schon wieder finden? Da hinten irgendwo, da wo ich gerade herkomme, glaube ich, ne? Ungefähr. Hilfe? Oh Gott! So verschwindet man auch gut Zeit, ne? Wenn man keine Ahnung hat, wo man hin muss. Da ist sie ja. Ja, ich weiß. Hälfte der Zeit noch. Ich bin eigentlich ganz gut drin, glaube ich. That's Hitomi. Was kann ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Umarmen wir sie einfach. Hitomi! Was siehst du? Well, she dresses modestly, but underneath she has a curvaceous. Ist in Ordnung. Good work, Iba. That's good to know. Nein, es ist nicht. Wirklich nicht. Das hilft mir wirklich nicht weiter. Und das habe ich auch nicht vorangebracht, vor allem. Das ist halt das Hauptproblem. Ich könnte mit dir reden. Meine Umarmung ist schon berührt. Ich meine, was willst du sonst machen, wenn ich sage, dass du sie berühren sollst, hä? Guess she can't hear you. She looks like she's looking for something. Das merke ich, aber was sucht sie? A rock. Oh Gott, was soll... Was? Seht ihr, ich verstehe, genau, das meine ich. Ich verstehe den Traum nicht. So gar nicht. Es gibt auch sonst nichts, was ich hier Sinnvolles tun kann gerade. That's Hitomi. Ja, ich kann sie auch noch berühren gerne. Wird auch wieder nichts bringen wahrscheinlich. Well, Nein, Date, nein. You could, you know, touch her... Ja, ihr Gesicht. But in this somnium, she might be a minor. Ich glaube wirklich nicht.
Ich meine, sie sieht genauso aus wie jetzt, halt ist das Ding. Sie ist wirklich nicht älter geworden eigentlich. Nur ihre Kleidung hat sich geändert. Her stomach. Test how soft her stomach is. If you say so. Ist auch schon grenzwertig, okay? Aber ja, man kann jedenfalls durchfassen. Das ist super, das ist nicht sehr hilfreich. I touched it. So, what's the softness situation? Tell me. So weich, dass man durch kann. It was soft. Nice and pliant. No noticeable abdominal muscles. Valuable information indeed. Thank you, Iba. Okay, Date. You old pervert. Ja. Toll, ich hätte mir denken können, dass das nichts bringt, alles hier, dass das alles hier nichts bringt. Soll ich noch irgendwas damit machen? Kann ich nochmal checken? This is a simple... Ja, aber? Irgendwas bemerkt heute? Kind of no. Toll. Wirklich toll. Du könntest wieder dagegen treten, du könntest irgendwas tun. Hallo, oh, wieder 2 Minuten. Ich bin noch nicht vorangekommen seit 3 Minuten. Also seit dem 3-Minuten-Limit, meine ich. Ich habe keine Übersicht. Wo ist Hole in Tree? Da hinten ist Hole in Tree. Oh Gott, ich laufe in die komplett falsche Richtung. Ich könnte auch einfach nach den, ja, Schriften in der Luft im Ausschau halten, anstatt auf der Karte versuchen, den Weg zu finden und so, aber... Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich kann mir die Hand da reinstecken mittlerweile. Nein, nein, nicht nochmal. Oh, wir haben was gefunden, natürlich, okay. Perhaps it belongs to someone. Wahrscheinlich Itomi. Ich bring's Itomi, alles gut. Toll! Ich hätte von Anfang an hierbleiben können, bevor ich zu Itomi gerannt bin und weiß ich, wie viel Zeit mit ihr verschwendet habe, indem ich sie berührt habe. Auf verschiedene Art und Weisen, was wirklich nicht okay ist. Aber ich hab's ja ausgewählt, also was soll ich schon sagen? Was soll ich schon sagen? Wir haben ja wichtige Sachen erfahren, also... Date ist Meinung nach, von daher... Von daher? Von daher. Soll mir recht sein. That's Itomi. Wir zeigen ihr das Bracelet. Dann nimm es. Do you remember this? Jetzt rennt sie wahrscheinlich wieder weg. Natürlich rennt sie auch weg. Wait. Warum rennen sie mal alle weg hier? On it. Okay, Verfolgungsjagd. Letztes Mental Lock ist noch übrig. Ich habe noch ein bisschen mehr als 1 Minute Zeit. Ich glaube 65 Sekunden. Oder so. Oder genau 60 Sekunden. Never mind. 70. 85 minus 15 ist 70. Ja, tatsächlich. Okay. Gut. Mathe kann ich. Scheiße. Ich habe wieder ein Loch. Ich springe, glaube ich, wieder in das Loch wahrscheinlich rüber. Ich soll jetzt mal gucken, wo das Loch ist, denn ich habe keine Ahnung. Loch. Loch. Da ist das Loch. Ich finde es sehr interessant, dass das erst das zweite Loch ist, obwohl wir schon 3 Löcher in Bäumen hatten. Das heißt, eigentlich ist es ja schon das 5. Loch. Aber gut. Nein, hier ist nichts mehr übrig. Alles gut. Wir springen rüber in einen anderen Waldabschnitt, der genauso aussieht wie der andere. Also, ja, vielleicht nicht. Aber es ist halt dunkel, also sehe ich eh nicht, wie es aussieht, genau. Date, what is going on? I don't know. It's pitch black. I can't see anything. I see. Then it is not me malfunctioning. Can you feel your way around? I can try. Aber ich habe doch vorher schon nichts gesehen. Was zur Hölle? Was... Cluster Emerald. Ja. Was ist das? Date, you've got less than 30 ja, seconds. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass es auch Zeit braucht, da reinzuspringen. Ich weiß, das stand daneben, aber... Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Nein, okay, wir haben wieder verloren. Das ist in Ordnung. Jeder macht mal Fehler, zum Beispiel ich. Ah, das ist die Blume. Gute Frage. Ich habe 2 Versuche im Prinzip. Graben wir es aus. Let's do it. Und? What? Okay, alles bricht zusammen. Haben wir verloren? Oh, ein Loch. Another hole. Tatsächlich. Rein da, rein da, rein da. Bitte sag mir, dass es vorbei ist. Es muss jetzt vorbei sein. Das dauert 120 Sekunden, das kann nicht das Ende sein. Wir können nicht davon ausgehen, dass ich noch über 120 Sekunden übrig habe oder ein Timing dabei. Okay, ich werde mir ein Timing holen von einem Stein, ne? Aber trotzdem. Das war's, glaube ich. Ha! Seht ihr, ich bin Experte. Ich habe... Okay, ich musste zwischendurch resetten, aber im Prinzip habe ich es geschafft. Und zwar sehr, sehr pünktlich zum Ende der Zeit. Und ich wollte das Zeitlimit ja eh ein bisschen ausreizen, indem ich noch länger bleibe, als ich darf, eigentlich. Da hinten sind die beiden. Da haben ein Loch gegraben. Was? Natürlich haben sie ein Loch gegraben. Und in diesem Loch findet sich genau diese Leiche. Warum auch immer sie jetzt im Lagerhaus dann gelagert wurde danach. Und nicht einfach da gelassen wurde. Aber hey, ich habe gewonnen! Ich hatte noch
Anderthalb Sekunden Zeit oder so. Zweieinhalb. Wow. Wow, einfach nur wow. Super. Corpse Flower. Ja, das ist ein sehr passender Name auf jeden Fall. Das heißt, war das ihr Name? Nein, warte, wir wissen doch schon, was ihr Name war. Oh mein Gott, bin ich dumm. Das sind wir einfach gerade schon mal. Sie hieß Manika. Ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Aber ja, jedenfalls nicht. Cluster Emerald. Ne? Genau. Das war nicht ihr Name. Ich habe also falsch gelegen mit dieser Vermutung. Sehr enttäuschend, sehr, sehr enttäuschend. Auch sehr enttäuschend, dass wir jetzt nicht Hitomi sind. Wäre cool gewesen. Immer noch. Ich hätte dann gerne mit Sosajima gesprochen und alles erfahren aus ihrer Perspektive. Ich denke, ich weiß, was 18 Jahre alt war. Ihr drei waren close. Du, Monika und Renju. Monika wurde murdered. You and Renju found the body in the mountains. Also habt ihr sie aber nicht ermordet, ihr habt sie nur gefunden. War das? Nee, das war, natürlich war das nicht einer der vier Morde von vor 6 Jahren, wenn sie vor 18 Jahren gestorben ist. Ja, danke, tut mir leid, einfach weitermachen. To the cold storage warehouse. Warum? My guess is Sosajima killed Monika. Das ist sehr gut möglich, natürlich. I've seen inside his head before, using this machine. Richtig. Warum habt ihr sie dann zum Lagerhaus gebracht? Das verstehe ich halt absolut nicht. I see. If you know that much, then there's no point in hiding it anymore. I'll tell you the truth. Ich mag Wahrheit. Ich bin ein großer Fan von Wahrheit. Also, rück damit raus. Falls es noch mehr Details gibt, wovon ich irgendwie fast ausgehe. Okay, wir gehen erstmal zu dir nach Hause. Zum Glück ist Iris wohl nicht da. Vor 18 Jahren. Ja. Also ist Renju ihr Vater? Oder wer? Das wäre jetzt halt auch relevant zu klären vielleicht. Wait, you're going to see So? Oder ist So der Vater? Yes. I want to talk to him in person. No, you can't. Why not? Are you worried about my body? You don't have to worry about that. I'm totally fine. But your stomach is still... Oh. My doctor told me that's normal. Your stomach doesn't go down right away after giving birth. I'm not worried about your body. I don't know how to explain it. So doesn't care about you, and especially not your child. I haven't told him about giving birth. He contacted me for the first time in a while. So that's why. He wants to know about the baby. He must be panicking. If anyone ever finds out his mistress had his baby, his political career would be over. It's not like it was an affair. His wife passed away after giving birth to his son, right? It would still be a big scandal. Yep. He impregnated a girl who just graduated high school. Don't you see how that looks? Okay, also ist er sowohl der Vater von ihr als auch von uns im Endeffekt. Das heißt, wir sind auch mit Iris verwandt. Aber warte mal, wie sind wir verwandt? Warte mal, ich kann das nicht so gut berechnen in meinem Kopf. Sind wir ihr Onkel? Warte mal, warum sind wir ihr Onkel? Das ist ja kacke. Ist doch schon ein Onkel in Anführungszeichen. He knew how the public would take it. That's why he gave you the money to deal with it. There's no way he'll accept that child. It's okay. I told him that I won't cause any trouble. But could you take care of the baby? Just for a little bit? Nur für ein kleines bisschen, nur für die nächsten 18 Jahre. Mindestens. I'll be right back. Oh, fuck's sake. Fine. But take this with you, just in case. It's a GPS transmitter. Ja, so einen hat Iris später auch mal bekommen. Just to be extra safe. I really don't think I'll need it. Oh doch, das glaube ich. But okay, if it'll make you feel better. I don't know what Monika saw in So. She said he was kind and loyal, that he wanted to change Japan, but I didn't understand any of it. We tried to convince her to break up with him so many times. She never listened, and it ended in tragedy. What happened next, you already know. Neither Renju or I saw it happen, so I don't know how much of this is accurate, but we could guess what happened. Ja, er hat sie hier ermordet. Mehrfach in den Rücken gestochen, um genau zu sein.
Warum auch immer sie in seinem Traum das Acid-Outfit anhatte, aber gut. Oder warte mal, er hat den Mord gar nicht begangen. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Nicht, dass es erst mal, dass ich verwirrt bin in diesem Spiel, aber... Was ist mit dem Killer? Genau, das vielleicht erstmal. Date, you said that Monica was killed by So, right? But that's not true. Monica was killed by Saito Tsujima. Wer ist das? The son of So and his late wife. Also wir. Vielleicht? Also haben wir sie ermordet? Saito was 12 at the time. Ich weiß nicht, wie alt das war vor 18 Jahren. Okay, wir sind ja, warte mal. Ja doch, klar, wir sind 30. Ich hab's gerade ein bisschen durcheinander gebracht mit Falco, der halt schon über 40 ist. Aber nein, wir sind 30. Und ja, 12 plus 18. So gut kann ich noch Mathe. Das passt. 12? Yep. Yes. But why would a little boy do that? I don't know. I can't imagine. Ich weiß es auch nicht genau, aber... Ja, jedenfalls ist das unser Körper. Nicht unsere Persönlichkeit natürlich. Wir sind natürlich Falco, wahrscheinlich. I guess, aber vielleicht war Falco zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr er selbst. Vielleicht hat sich da auch schon die Persönlichkeit zwischendurch getauscht. Ich weiß ja nicht, wie oft schon Persönlichkeiten getauscht wurden in letzter Zeit. In den letzten vielen, vielen Jahren. Wer hat dir das erzählt? Renju told me. But you said he wasn't there. He heard some of this from the Kumakuras. Renju had connections with them. Ja, das weiß ich. How did the Kumakuras know? So told them. He told her to move overseas. He said he'd pay for everything. Hey, ich meine, ist schon nett irgendwie. Ich meine, immerhin wollte er sie nicht umbringen. Kann man schon ihm irgendwie gut anrechnen, I guess. The chairman of the Kumakuras. He asked him to dispose of the body and left the scene with Saito. The incident was 18 years ago. That means the chairman was Rohan, not Moma. Rohan went to the scene of the crime? Yes, with some of his men. Dann hören wir mal weiter zu. Again, neither Renju or I saw this. We were just waiting at my house for Monica to return. But she never came back. Natürlich nicht, natürlich nicht. We tried to call her cell, but it didn't connect. But then, we saw movement on the GPS. The GPS Renju gave to Monica? Yes. At first, we thought she was on her way home, but we saw the GPS getting further and further away from the city. Irgendwo tief in einem Wald, huh? Renju and I got nervous, and we decided to follow it. Also damit in der Nacht noch hin, klar. What about the baby? We couldn't take the baby with us, so Renju gave the baby to the mob doctor he trusted. Zu wem? Gut, soll im Endeffekt vielleicht recht sein, erstmal. Außer es wird jetzt auch weiter drauf eingegangen. Ich bin mir gerade nicht sicher, was genau wir gleich sehen werden, ganz ehrlich gesagt. In diesem Flashback, der ganz schön lange lädt. Na okay, wir werden jetzt nicht herausfinden, was genau damit gemeint war. Ist auch egal eigentlich. Vielleicht. Wahrscheinlich. Anscheinend. Those are Kumakura men. We didn't dare move. We couldn't speak. We were barely breathing. We could only watch as it all unfolded. I knew what the hole was for, but I couldn't move. Couldn't do anything. Ja, im Endeffekt war es auch eh schon zu spät. Ich meine, tot ist sie sowieso schon. Die Frage ist natürlich... Jawohl, nein, wir wissen, warum sie dann ein Auge verloren hat. Weil Rohan hat ja Augen gesammelt, offensichtlich. I remember my heart beating so fast. Das heißt, bei ihm ist es nochmal was anderes. Ach, war das nicht sogar das erste Mal vielleicht, dass er ein Auge genommen hat? Before long. We good here? Yeah, cover her. Just a minute. Ja, nehmt das jetzt? Ja, scheinbar schon. Also es wurde es auf jeden Fall nicht genutzt, um... schon damals mit der Prototypmaschine was machen. Ich meine, die wurde damals auch noch nicht geklaut, wahrscheinlich auch noch gar nicht hergestellt. Ich weiß nicht, seit wann es jetzt die Maschinen gibt. Aber gut, er hat es wirklich nur deswegen mitgenommen. Weil er sie hübsch findet. Gott. The Kumakura people covered Monica's body, then left. Renju and I ran over and dug up the grave with a tree branch. What? We saw. Man hätte halt echt lange darauf kommen können. Einfach weil es das rechte Auge war und nicht das linke wie bei allen anderen Leichen.
Das wäre eigentlich der ausschlaggebende Punkt gewesen, um zu merken, das ist auf jeden Fall nicht Iris, das ist schon eine ältere Leiche im Endeffekt. Monika! Nur mit den Morden von vor 6 Jahren hat es halt auch nicht zusammengepasst und... ja, Monika! Keine Ahnung. Irgendwie hat es bei mir nicht so viel Klick gemacht. Leider. We need to call the police. No, we can't. Not yet. Why not? You don't know who those guys are. They would do anything to keep this hidden. I've seen it happen myself. I know what they're capable of. Anyway, think about it. Why would they do this? They thought Monica and her baby were going to be trouble. Monica's stomach was still pretty big. I don't think they know that she gave birth already. What do you think they'd do if they found out? They would take her and kill her too. Natürlich, und deswegen versuchen sie auch aktuell, Iris zu kidnappen und so weiter und so fort. Nur, dass sie halt nicht Nysidor sind, sondern, ja, einfach nur die Typen von So. And then, they'd come for us. They'd make it look like we disappeared. All of us would be... gone. Renju convinced me. He knew more about the dirty underbelly of society than anyone. He knew when something couldn't be handled by the police. He said that they would do anything to kill the child, and I believed him. We had to protect Monica's baby. We had to, no matter what. Und wie wir jetzt wissen, hat er auch ziemlich recht damit, okay. Auf jeden Fall. I understand. Mein Gott. I decided to trust him. Inwiefern auch immer Iris Schaden hätte anrichten sollen. Ich meine, ihr habt ja nicht mal öffentlich darüber geredet, dass es, ja, seine Tochter war oder so. Das habt ihr ja nie öffentlich gemacht und ich glaube, das hattet ihr auch nicht vor. We couldn't leave Monica's body in the forest. Aber gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie sie in So, mit So in Verbindung steht. So. Auch wenn ich immer noch nicht den Traum von Iris so ganz nachvollziehen kann, der mit So zusammenhängt. Um nicht zu sagen, so gar nicht. We cleaned her up and took her to the cold storage warehouse. Warum? Damit sie auf ewig schön bleibt als Leiche, oder was? Damit sie auf einer Titanic verstecken könnte oder so? Oder auf einer Titanic nachbaut, meinetwegen? Das Warehouse ist von Oki oder Fishery. Mein Vater runs es. Aber es ist nicht in use right now. They're moving operations to a better area. They're actually looking for buyers right now. But don't worry. I'll take over the warehouse. Are you sure? Yes. Don't worry. I'll keep everyone out. Everyone but you, of course. I'll give you a key. You can come visit anytime you want to see Monica. Warum würde man ihre Leiche sehen wollen? Also okay, ich meine, es ist im Endeffekt so ähnlich wie mit einem Grab, natürlich okay. Aber gut, können auch einen Grabstein platzieren vielleicht und dann das Teil einfach zulassen. Monica? Für immer. Weil angucken würde ich mir das echt nicht wollen, glaube ich. Wirklich nicht. Don't worry about the baby. I'll protect her, no matter what. And don't worry about them. Either. The people who did this to you, I will never forgive them. I'm sorry, Monica. Sorry. I'm sorry. Ist in Ordnung. Monica. Ist in Ordnung, Itomi. Ist in Ordnung. Oh, und ich bin tatsächlich sie. Auch wenn ich auf die Art und Weise dich erwartet hätte im Endeffekt. Renju, 19 years old. Jetzt ist er jünger als ich. Oh fuck, darüber habe ich gar nicht nachgedacht im Endeffekt. Ah, Tee. Ja, cool. Das kleine Soundsystem hier. Nicht ganz so cool wie das, was du jetzt hast, ha? Huh? Gut, okay, meinetwegen. Hey Renju. Wie sollten wir sie nennen? Ja, gute Idee. I was thinking about her name. How about Iris? Iris? The goddess of rainbows in Greek mythology? Und so wie das Auge, was ihr ausgerissen wurde ihrer Mutter. Passt doch, oder? And the colored part of your eye. And the flower too. Right. So viele coole Bedeutungen. I thought it might have something to do with your name, Hitomi. Not only that, it's also for Monica's name. The kanji for Monica uses the character for love. Oh. And Monica reminds me of Monaco. Japanese for oh, so viele Puns. So both names have something to do with the genauso wie I. Unfassbar. And I, which means love. Whoa. Will always be a part of Iris. So that's how you came up with the name? Oh wow. Oh wow. Don't you think it's nice? Total nice. Ich liebe es.
Iris. Iris. Yeah. I really like it. Ja. Und deswegen hast du sie natürlich auch hinterher aufgenommen bei dir als, ja, Talent, als Tanztalent, was nicht singen kann. Obwohl sie halt nicht singen kann. The mob doctor took care of everything. I have the birth certificate and I even picked up a mother and baby book. Fantastisch. It wasn't cheap. But you don't have to worry about it. Just submit the birth certificate and everything will be taken care of. You look worried. I feel like I'm somehow betraying Monica. She was the one who gave birth. Ja, aber ich glaube, sie wäre glücklicher, also sie ist jetzt so glücklicher als ja, wenn niemand das Kind nehmen würde oder irgendeine Person, die sie gar nicht kennt. Soon you won't even be able to think about that because a war is about to begin. Was, ein Krieg? A war? Between you and the baby. Oh, das ist ein Krieg. You won't get a good night's sleep for a long time. Oh nein, so wie mit Shoko. You might even start to resent Monica for all this. Oh Gott. Really? Anyway. Ich glaube nicht. As soon as you submit the certificate, you will officially be her mother. Sie hat Iris immer sehr geliebt, nicht so wie Shoko. Be sure to raise her responsibly. I'll help. Occasionally. Also im Endeffekt gar nicht. Occasionally, huh? Na okay, ich meine, er hat ja irgendwann dann geholfen. Spätestens als er sie dann halt bei sich aufgenommen hat für, ja, Arbeit und so, genau. I don't really want to discuss this, but there's something you need to know. After talking to the Kumakura gang, I found out who killed Monica. So's son, Saito Tsujima. How? Saito was only 12 years old. Why? Why would a little boy do that? I don't know the motive, but I know it's true. So used his connections with the Kumakuras to cover up for his son, and all of the evidence of this scandal, of course. I'll never forgive them. So, his son, or the Kumakuras. Gut, dass du nicht weißt, dass ich das bin. I feel the same way. But you can't think about revenge now. You and the baby can't lead a life like that. Just bear with it for now. The opportunity will come, so wait until the right moment. Okay? And so my life with Iris began. Also ist die Tomi vielleicht die Mörderin. Aber dafür würde sie doch nicht erst alle anderen umbringen, vor allem nicht Shoko und Renju, also vor allem nicht Renju. Raising a child was much harder than I expected. Ja, aber du hast es trotzdem glaube ich besser gemacht als einige andere Personen. The night to change diapers or feed her. Iris wasn't a good sleeper. I had to sing her lullabies to put her to sleep, and I always needed to put her to bed so carefully. It would only take 10 seconds before she'd start crying again, so I had to pick her up, sing her another lullaby, then put her back to bed. After doing this over and over, before I knew it, the morning sun would creep in through the windows. But even with all of that, I cherished every single day. Und so sollte es ja auch sein, glaube ich, wenn man ein Kind haben will. Und du hast dich ja nicht mal dazu entschieden, ein Kind zu bekommen. Es war ja nicht mal dein Kind. Na, gibt's andere Leute, die haben sich dazu entschieden und ich will's nur sagen, ja. My hatred for those responsible never went away. But my hands were full. Raising Iris, I devoted myself to her. I never thought about anything else. Eventually, my desire for revenge just faded away. Gut, dann warst du es halt doch nicht. Seht ihr? Alles in Ordnung. Nur, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wer es gewesen sein könnte. Ich weiß nicht. Wirklich nicht. Also gar nicht. Wer hätte denn ein gutes Motiv dafür, das alles zu machen? Und wofür? Also, selbst wenn man nur Sou Tsujima umbringen wollen würde, müsste man doch nicht dafür erstmal alle anderen, die halt auf dem Weg dahin gestorben sind, auch noch umbringen. Dafür habe ich halt kein Motiv, was ich sehe bei irgendjemandem momentan. Mama, Omwe! Omwe, was? Nein! Wow. Is Mommy proud of me? Total proud. Och man. Mommy, I want to see Milky Moon again. Mommy, you are so good at dancing. Mommy, pancakes are done. Sorry, I burned it a little. Sie kann immer besser sprechen und macht immer weniger Fehler. Ist voll gut. Mommy, why can't I dance at the stores? I can't help it. My body dances on its own. glaube ich dir. Mommy, don't more people come to barbecues? How come it's always you and me? Hey, Mommy. How long will it take my bone to get better? I want to dance again with everybody. Hey, Mommy! Do you like my shirt? Look, we're matching!
Mommy, thank you for everything! I love you more than anything in the whole wide world! Mommy, look! Das Bild kenne ich doch, das Bild kenne ich doch. I drew it! The Okonomiyaki War, huh? Ja, wie Renju schon sagte, es wird ein Krieg beginnen. That was so fun! We should do it again! Vielleicht lieber nicht. Vielleicht nur das Essen. Bitte, das ist keine gute Idee, wirklich nicht. I'm gonna have to say no to the ladder, sweetie. It took forever to clean. But Uncle said he wants to do it again, too. Das glaube ich ihm. Hey, Mom. Yes? Are you gonna marry him? What are you talking about? As long as it's Uncle, I'm all for it. I say go for it. Ich glaube, daraus wird leider nichts. I would always question myself. Could I keep living a lie? I had promised Monika that I would avenge her, but... I couldn't work up the courage. And maybe Renju was exaggerating, but there's no statute of limitations for murder in Japan. If we showed Monika's body to the police, so would be punished by the law. And the Tsujimas and Kumakura's crimes would be uncovered. Ja, nein, ich glaube nicht, dass es passieren würde. Wirklich nicht. But that would mean Iris's secret would be uncovered as well. Ja, aber irgendwann müsstest du es ihr eh sagen. Also solltest du vielleicht mal. That's what I was really worried about. I didn't want Iris to know that So was her father. And even more than that, I didn't want her to know that I'm not her real mother. That's the real reason I've been silent for 18 years. I didn't want to lose Iris. Weil ich das verstehen kann, trotzdem natürlich, aber trotzdem sollte man es früher oder später, glaube ich, der Person sagen. Spätestens wenn sie erwachsen ist, und das ist sie mittlerweile, also ja. Fate can be cruel. Ja, life can be truly unfair. God used other means to take Iris from me. Nein, nein, noch lebt sie, sie lebt. Oh, was? Achso, das. Oh ja, never mind. Aber ja. In January, Iris suddenly collapsed. It was caused by a malignant tumor in her brain. There's nothing we can do. She only has a year to live at most. That's what the doctor said. If you remember me telling you. But what I didn't tell you is that there was an experimental new treatment. It was... Was war es? Was war es? Some of the cutting-edge nanomachines can even genau, go inside your body beep, beep and cure illnesses. Und grrr, grrr machen. They can even cure cancer. And they go beep, beep, beep. That's what Mom said. Oder grrr, grrr, du bist dir nicht mehr sicher, hast du gesagt. Nanomachines. Nanomachines, son. Daughter, tut mir leid. Could remove the tumor, but the procedure would be so expensive. With my salary, it wasn't something I could afford. I thought hard about it. About how I could get my hands on that kind of money, but I couldn't think of a solution. Time passed. Before I knew it, it was November. Iris's symptoms worsened. Her time was running out. I was starting to panic. I couldn't sit here and waste time while Iris... In any case, I had to get the money before it was too late. So I thought of a plan. A plan to blackmail Soul Tsujima. Whoa. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich davon was mitbekomme. Also außer, dass du halt mit ihm gesprochen hast, aber... Oh, natürlich, natürlich. Deswegen war er hier. Saturday night, I called So and invited him to come to the warehouse. Klar. He agreed to come. After I hinted at what happened 18 years ago, I had prepared everything. Hiding behind the forklift until So came. When he finally arrived... Die Leiche lag deswegen auf dem Tisch, natürlich. He walked over to the workbench where I had laid Monika's body. He lifted the cloth and looked down. He whimpered and stumbled back. Even he was fazed, seeing a body he thought he got rid of 18 years ago. Not to mention it was the body of a woman he was in a relationship with. A woman his own son killed. He reacted exactly as I expected he would. I had prepared a recording and sent it to his phone. I know what happened 18 years ago. Everything. I know who did it. And I know she had a baby inside her. You can probably guess what I'm going to say next. Be prepared to pay for my silence. I will tell you the exact amount later. And don't tell anyone about this. Not Saito. Not the Kumakuras. If you do anything even remotely suspect, I will go to the press with the truth. Understand? Die Frage ist, kannst du es jetzt noch beweisen?
I told him to keep quiet and cut ties with the Kumakuras. Hast du gute Beweise dafür, dass er es war? Das wäre also, was ich mich in dem Moment jetzt fragen würde erstmal. Even if he found out who I was, without the Kumakura gang, he had no power over me. And there's no way he'd risk his political career not to go after me. I saw So put his phone back into his pocket and run out of the warehouse. Ja, und dann kam ich reingerannt. Direkt im Anschluss. Was du vielleicht nicht ganz so sehr erwartet hast. Monica's body back. But then something unexpected happened. Yep, ich kam reingerannt. I saw you, Date. I hid behind the forklift before you saw me. And when you were done looking around. Dann habe ich, ja, Iris' Leiche gefunden. Zumindest dachte ich das. Can't be. Wow. Iris. Das hat das Ganze übrigens ein bisschen komplizierter gemacht. Ja, hättest du mir wirklich einfach sagen können. Okay, hättest du mir nicht einfach sagen können, das wäre klar. Also, nee. Oh Mann. Aber es wäre hilfreich gewesen, wenn ich es gewusst hätte. Wirklich. Aber an dieser Stelle bin ich mal wieder mittendrin im Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ciao.